Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von Star Stable. Heute beginnt die Osterzeit in Star Stable und da habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht auf der Homepage. Und zwar ist unter anderem hier, ich weiß nicht, ob das jetzt nur für die Osterzeit ist oder ob das jetzt so bleiben wird, aber hier dieser ganze Angebotsbereich, der ist wirklich verschönert. Also optisch gibt das so einiges her. Ich finde das wirklich klasse. Und wie ihr schon im Hintergrund auch so ein bisschen sehen könnt, es sind überall so Blümchen aufgestellt und es sind Ostereier versteckt und, und. Und das nicht nur hier in Jorvik, sondern beziehungsweise in Moorland, so, sondern auch in anderen Gebieten. Und ihr seht, es tummeln sich heute wieder sehr viele Leute. Ich habe noch nicht ganz herausgefunden, wie man diese komischen Häschen-Pappaufsteller fürs Gesicht hier bekommen kann. Aber vielleicht finden wir das gleich heraus, wenn wir die Quest machen. Dazu müssen wir uns allerdings erstmal nach Silverglade laut dem Internet bewegen. Und da werden wir jetzt erstmal hingehen. Und wir sind angekommen in Silverglade Village. Wenn die gute Dame da neben mir mit dem Pony bitte aus mir rausreiten könnte, dann wäre ich wirklich, ja, sehr angetan. Und zwar steht neben uns ein gut gebauter Kerl, der sich gerade an die Halbglatze fasst. Das ist der Felix. Mit dem müssen wir sprechen. Das werden wir auch direkt mal tun. Wenn sich mein Pferd dann dahin bewegt. So. Ostern auf die Jorvikische Art oder Blumen für das Geschäft. Blumen für das Geschäft ist die normale Quest, die er hat. Und wir nehmen jetzt natürlich Ostern auf die Jorvikische Art. Hallo Susanne, frohe Ostern. Du möchtest doch sicher Ostern auf die Jorvikische Art feiern, oder? Und du hast nie Ostern in Jorvik gefeiert? Nein, habe ich nicht. Das ist nämlich mein erstes Jahr hier. Das ist das Schönste auf der Welt. Wir verstecken immer Eier füreinander. Und wer alle versteckten Eier von einer Person findet, der bekommt ein Geschenk. Es muss nichts Teures sein, da es hauptsächlich um die Suche geht. Ich bin sehr gut darin, Eier zu verschenken, zu verstecken. Glaubst du, dass du all meine Eier finden kannst? Finde alle Eier. Okay. Das machen wir doch direkt. Achso, wir können mal mit ihm sprechen. Ah nee, das ist jetzt nur wegen dem anderen Auftrag. Okay. Dann müssen wir alle Eier hier suchen. Ich habe keine Ahnung, wie viele es sind, aber ich denke mal, dass dann zwischendurch ein Hinweis kommt. Ich hoffe, dass die Eier auch wirklich hier versteckt sind und nirgendwo anders. Weil wir ja eigentlich in Silverglade Village sind und nicht in Jorvik, so wie er das jetzt gesagt hatte. Ah, die Tierärztin, die sich zuletzt nicht hat blicken lassen. Die ist jetzt hier drin, okay. Noch kann ich allerdings keine Eier finden. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt wirklich hier drin ist. Da hinten ist etwas am Glänzen. Machen wir dahin. Ja, also wir sehen es. Fünf Ostereier. Entschuldige, meine kleine Princess. Fünf Ostereier müssen wir suchen und wir haben leider keinen Hinweis, wo es ist. Aber wenn wir uns hier so ein bisschen durch die Gegend bewegen, sehen wir etwas leuchten. Haben wir etwas leuchten? Ich bin heute auch wieder. So, also vier Plätze müssen wir hier noch finden. Ihr seht schon, alle sind wie bekloppt die Ostereier am Suchen. Was ist das denn hier? Oh mein Gott. Da muss ich mir direkt mal ein Foto von machen. Das sieht Hammer aus irgendwie. Sind das Gargoyles da draußen? Das ist schon krass. Hat zwar jetzt überhaupt nichts mit der Quest zu tun, aber wenn man schon mal in Jorvik ist, dann kann man ja mal gucken, ne? Also dahinter scheint nichts zu sein. In Jorvik, Quatsch, in Silverglade meine ich natürlich. Da ist auch nichts. Es gibt schon eine. Was machst du denn hier? Du solltest bremsen und nicht dagegen laufen. So, ich weiß jetzt auch nicht, ob wir die Eier wirklich nur hier drin suchen können oder ob man auch rausreiten kann. Ich denke mal, man wird wahrscheinlich auch in der näheren Umgebung suchen können, hoffe ich.
Ja, wie ihr seht, fröhliche Ostereiersuche. Ich bin wieder zu doof, um was zu finden. Das heißt, eine Sache habe ich ja schon gefunden. Ich weiß zumindest schon mal, wonach ich suchen muss. Aha, da hinten glänzt noch was. Na ja, spring bloß nicht rein. Genau. Also wir haben zwei gefunden. Man kann wohl nicht hier durchspringen, so wie es aussieht. So, mal schauen, ob hier vorne noch was ist. Nein, du sollst in die Richtung gucken, in die ich mich gedreht habe. Das ist nur vom Stall. Das ist auch alles nichts. Das ist schön. Ich nehme auch gerne eure Freundschaftseinladungen an, aber ich bin hier gerade noch auf Ostereiersuche. Also wer zufälligerweise, oh, das ist schön. Man kann auch auf einem Auto stehen mit dem Pferd. Wer mir jetzt zufälligerweise eine Freundschaftsanfrage geschickt hat und jetzt gerade dieses Video parallel dazu sieht, beziehungsweise nicht parallel dazu. Ah, stopp. Moment. Wir sind gerade hier. Komm, dreh dich. Hallo. Wir sind gerade hier und ich wollte, meine ich, dieses Pferd holen. Ich wollte nämlich wissen, ob das jetzt wirklich auf Level 6 ist oder ob das auf Level 8 war. Dich wollte ich, glaube ich, geholt haben, ne? Nee, du bist auf Level 12. Okay, dich. Ja, du bist schon mit dem Kopf am Nicken. Nee, okay. Dich wollte ich dann wohl doch nicht geholt haben. Es war auf jeden Fall ein Pferd, was entweder auf 8 oder auf nee, auf 6 oder auf 8 war. Irgendwie habe ich so die Befürchtung, hier draußen werden wir nichts finden. Da hinten ist auch wieder so ein Durchgang, aber da glänzt es, glaube ich, nicht. Mal schauen. Also wie ihr seht, die Ostersuche ist doch etwas schwieriger, als ich gedacht hatte. Ich habe ja überall Ostereier gesehen. Ich habe jetzt gedacht, okay, wir müssen jetzt nur diese Ostereier dann finden. Aber dem ist nicht so. Ja, lauf. Zack, zack. So, hier ist auch nichts am Glänzen. Da ist was am Glänzen, aber es ist nicht so am Glänzen, dass wir was finden sollten. Das ist jetzt in der Tat doof. Guck mal, da hinten glänzt noch was. Wir haben ein Osterei entdeckt. Jetzt haben wir auch wirklich mal eins gesehen hier. Leute, das haben wir ja vorher noch nicht gesehen. Könnten wir dann vielleicht so ein bisschen, genau, so ein bisschen in die Kamera gucken? So, das Ei nehmen wir mit. Dann fehlen uns aber immer noch zwei Eier. Und da sind wir gekommen, aber das heißt ja nichts. Da hinten hatte ich zuerst gedacht, aber das scheint nichts zu sein. Ach, der will ja gar nicht durch. Ja, super. Ja, hallo? Von außen kannst du nicht reinspringen, aber du kannst von innen nach draußen springen, oder was? Ja, super. Haben wir hier eins? Die steht da so komisch. Können wir direkt mal gucken. Aber ich denke mal eher nicht. Da können wir nicht rum. Da ist nichts. Da! Wir haben noch eins gefunden. Jetzt fehlt uns nur noch ein einziges Osterei. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt für alle an der gleichen Stelle sind. Ich gehe mal davon aus, aber ich weiß es halt nicht. So, hier hat eben hinten irgendwo eine gestellt. Jetzt kann ich da gleich bestimmt wieder nicht durchreiten. Bitten. Ah, geht doch. Ein Osterei brauchen wir noch. Schade, dass ich jetzt gerade keinen Stream mache. Das Problem mit den Streams ist nur, dass die halt eben im Vergleich zu den Videos eine wahnsinnig schlechte Qualität haben. Und ich habe schon wieder eine Anfrage zu einem Reiterclub bekommen. Das ist auch wahnsinnig lieb von euch, aber ich sage, ich mache mir mal meinen eigenen Club auf. Dann kriege ich nicht dauernd irgendwelche Anfragen, weil ich ehrlich gesagt keine Lust habe auf irgendwelche Verpflichtungen oder so. Und auch absolut keine Zeit, um da jetzt wirklich regelmäßig mich mit irgendjemandem zu treffen.
Es hört sich jetzt vielleicht irgendwie böse oder blöd an, ich weiß, aber es tut mir wirklich leid. Es ist so, weil ich diverse Videos täglich parallel aufnehmen muss und verarbeiten muss und hochladen muss zu verschiedenen Themen und das doch wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nimmt. Und das alles ja nur, ja, nebenberuflich quasi. Also YouTube ist mein Hobby, mehr nicht. Davon leben ist anders. Deswegen war ich hier oben nicht eben schon. Alle sind sie hier am Suchen. Das Problem ist, wenn man zu schnell dran vorbeireitet, also wenn man zu schnell reitet, dann reitet man irgendwann dran vorbei. Also hier direkt finde ich jetzt ehrlich gesagt nichts mehr. Aber ich denke auch, dass es nicht außen sein wird. Also wir haben bisher wirklich alle hier gefunden, hier drin. Alle Eier. Da hinten war noch. Ah, da hinten ist noch was. Danke, dass du da stehst. Das zeigt mir nämlich, wo ich hin muss. Na, ein bisschen. Super. Komm einmal in die Kamera gucken, damit wir mal ein schönes Foto haben. Ja, das ist in Ordnung. So, wir haben Ostern auf die Yorkshire Art erfüllt. Und dann können wir direkt zum Felix, ist ja, glaube ich, zurückgehen. Da hinten ist er. Das ging aber schnell. Es war nicht schwer. Naja, hoffentlich hattest du trotzdem Spaß. Und nun bekommst du ein Geschenk von mir. Es gibt noch viele andere Personen in Jorvik, die Eier versteckt haben. Reite herum und versuche sie alle zu finden. Wir sehen uns, Susanne, und frohe Ostern. Ich habe Schuhe bekommen. Okay. Ja, Moment, da müssen wir uns mal eben drehen. Ja, Schuhe im Western-Stil. Warum auch nicht, ne? Gut, ja, damit hätten wir dann die Quest für heute erledigt. Und ich würde sagen, dass ich jetzt erstmal hier so ein bisschen rausreite. Damit nicht so viele Leute bei mir hier im Weg stehen. So, genau. Ich würde sagen, ich schaue mal, ob sich das lohnt, die anderen Quests auch noch aufzunehmen, also von den anderen Ländern bzw. Orten. Wenn ja, hänge ich das noch hinten dran. Wenn nicht, sage ich schon mal, ich danke dafür, dass ihr dieses Video geschaut habt und ich wünsche euch schöne Ostertage und überhaupt noch ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao. Und ich musste gerade noch mal eben reinschalten, weil ich habe nämlich gerade den Hinweis bekommen, ich weiß nicht, ob man das jetzt noch sehen konnte, dass sich ein goldenes Osterei in der Nähe befindet. Den Hinweis habe ich bekommen, als ich hier runtergeritten bin. Ich denke, das wird wohl wie bei den anderen Eiern auch so sein, dass da was glänzt. Die Frage ist nur, die werden das natürlich nicht so offensichtlich versteckt haben. Immerhin handelt es sich hier um goldenes Osterei. Ich habe zwar keine Ahnung davon, aber goldenes Osterei, das hört sich so an, als ob es wirklich was Besonderes ist. So, die Frage ist jetzt nur, wo könnte es sein? Ich tippe jetzt ehrlich gesagt darauf, dass es irgendwo hier oben ist. Da, da! Ist das ein goldenes Osterei? Leute, ist das ein goldenes Osterei? Ich denke schon, oder? Schau mich mal an. Schau mich mal an. Ich möchte ein schönes Bild haben. Hier, nach links in die Kamera. Ach, ihr könnt mich doch mal. So, Moment. Ach so, damit kann man reden. Du hast ein goldenes Osterei gefunden.
Du öffnest das Ei vorsichtig, um herauszufinden, was sich darin verbirgt. Was ist das? Osterei-Item. Es gibt noch weitere goldene Ostereier, die gefunden werden wollen. Okay. Bis zum Rand mit Bonbons gefüllt. Okay. Gut, keine Ahnung, was man mit Bonbons machen soll. Aber ist ja eine schöne Idee irgendwo. Ja, dann verabschiede ich mich jetzt zum zweiten Mal in diesem Video. Wie ich ja vorhin schon erwähnt hatte, sind ja auch noch weitere Ostereier zu finden in den anderen Städten. Und die werde ich jetzt auf jeden Fall noch suchen. Aber ich weiß nicht genau, wo wir die Quests finden. Ja, das mit dem goldenen Osterei hat mich jetzt gerade so ein bisschen überrascht und überrannt. Ich wünsche euch nochmal schöne Ostern. Bis dann. Ciao.